willkommen im Fuchsbau, Harry. Könnt ihr euch vorstellen, welche Sorgen ich mir gemacht habe? Die Betten leer, keine Nachricht, der Wagen weg, vielleicht den ganzen Baum gefahren. Ich werde fast verrückt vor Sorgen. Daran habt ihr wohl nicht gedacht. Meiner Lebtage ist mir das noch nicht. Mom. Jetzt geht raus und entknurrt den Garten. Ich habe erst mal genug von euch. Außer dir natürlich, Harry. Du kannst nichts dafür. Hast du Lust, unseren Garten mit zu entknurren, Harry? Ich weiß nicht, Ron. Ich habe so viel Zeit mit den Dursleys verbracht, bin wohl ein wenig eingerostet. Ich habe das Gerät bei Freud und Leib gekauft, um die Stärke unserer Zaubersprüche zu messen. Du brauchst den Anzeiger nicht mehr ganz nach oben zu befördern. Wenn du mal die Magie des zweiten Schuljahres gelernt hast, klappt das schon. Wie pennst du das Glas, Harry? Los, Harry! Versuch dich an das Energiemesser! Verwende Flipendo auf das Energiemesser! Los, Harry! Zieh doch das Glas, wir müssen mit dem Entnorm vorfahren! Verwende Flipendo auf die magische Messlatte. Los, Harry, zerstör das Glas mit Flipendo! Es war umwerfend, Harry. Wenn du fertig bist, treffen wir uns in der Scheune. Wir sind überall Gnomen. Schau, sie sind in den Dachspannen. Okay, Harry, ziele auf die kleinen Schädlinge und die Pendel hier runter. Scheunenhof!
unsere Waschmaschine vorstellen. Dad hat versucht, sie zu verzaubern. Aber jetzt ist sie alles andere als Zauberer. Gute Gelegenheit, sich im Zaubererduell zu üben. Zaubererduell? Pass auf, wenn die Waschmaschine ihre Tür öffnet. Beweg dich um sie rum und flippende die Tür, wenn sie sich öffnet. Hier. Verwendet die Hände auf den Frosch, bevor du ihn fangen kannst. Okay, lasst uns Blumen werfen gehen. Wir sehen uns im Garten, wenn du fertig bist. Mit dem Entknoben beeilen. Man regt sich nur auf, wenn sie noch Knoben im Garten findet. Schau, da drüben ist einer. Du musst sie mit viel Hände belegen, bis sie verwirrt sind. Schnappst du sie und schwingst sie durch die Luft. Schon noch besser werden, Harry.
Danke, Mrs. Weasley. Du hast dir einen Schokofrosch verdient. Am folgenden Mittwoch weckte Mrs. Weasley sie alle sehr früh. Sie nahm einen Blumentopf vom Kaminsims in der Küche und jeder nahm sich eine Prise Flohpulver. Harry war noch nie mit Flohpulver gereist. Er warf das Pulver in die Flammen und schluckte sofort einen Haufen Asche. Es war, als ob ein riesiges Abflussrohr ihn einsaugen würde. Harry versuchte, die Augen offen zu halten, doch vom Flammenwirbel wurde ihm übel. Er schloss die Augen und wünschte, es würde endlich aufhören. Und dann fiel er.